So. Liebe Freunde des guten Geschmacks. Weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Part 42. Beim letzten Mal bin ich ja fett verreckt. Dann habe ich bis hier nochmal weitergespielt. Und das ist jetzt die Frage, was wir hier machen. Eigentlich war ich noch nicht so ganz fertig mit Erkunden. Ich hoffe, sind alle soweit so gut ins neue Jahr gekommen. Wir wissen ja, zwei von diesen Heuschrecken können problematisch sein. Also warte mal, was haben wir denn? 55 Waffengeschosse. Okay, ich will mal was gucken. 60. Nein! Da wollte ich hin. Überall sind hier solche Sachen versteckt. Auf der kompletten Welt. Und also hier ist solche X, die kennen wir ja von Greg. Und das ist auch dem sein Zeug. Das hat er vergraben und verrät es niemandem. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und da ist immer ganz cooles Zeug drin. Das können wir uns ausgraben ohne Probleme. War das eine alte Steintafel oder was für eine haben wir bekommen? Geschick. Lebensenergie, Magie, Magie. Die Dreier können wir ja noch nicht lesen. Na komm her. Super. Komm zu Papa! Muss ich mal rankommen lassen? Jawoll! Läuft doch ganz gut. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass wir mit 39 Einhand hier schon so gut klarkommen. Pfeil, hier gibt es glaube ich nur so Kleinzeug. Die alten Häuser hier durchsuchen macht sich eigentlich immer bezahlt, weil oftmals einfach alte Truhen drin sind. In diesen alten Truhen sind schon mal die ein oder anderen, wie heißt's, in den Truhen sind schon mal die ein oder anderen Steintafeln drin. Vielleicht werde ich jetzt ein bisschen übermütig. Wenn wir da runterfallen, war es das, würde ich sagen. Ah, Grafikbugs, aber das macht nichts. Kommen wir da überhaupt hin? Das sieht für mich so aus, als könnten wir da hin. So. Muss ja ruhig herkommen. Das sind nur Snapper. Beziehungsweise, naja, nur ist gut. Hier sieht es eigentlich ganz chillig aus.
Weidenbeere. Hier finden wir ziemlich viele Beeren. Nein, die habe ich ja total vergessen. Nein. Keine Orks. Nope. Den einen könnte ich probieren. Kaum Damage an dem. Wenn uns noch einmal trifft, sind wir am Arsch. Glück kommt eben sein Kollege nicht, sonst sind wir echt übel. Oh, das hat sich gelohnt. Alter Schwede, wie kriegst du einen Handkrampf? Oh je. So, jetzt werde ich aber zurückgehen. Habe ich ja ganz vergessen, dass da noch Orks sind. Ich glaube, hier laufen sogar noch Ork-Schamanen rum. Die feuern mit Feuer auf uns. Puh, ich habe keine Ahnung, warum wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Und ich bin darüber ziemlich ergötzt, beziehungsweise ziemlich froh. Haben wir eigentlich einen von diesen Fokussen? Ja, haben wir. Super. So. Was haben wir denn? Wir haben 10 Lernpunkte. 15 bräuchten wir. Für die nächste Sprache. Ah, perfekto mundo. Das habe ich vergessen, einen Timer anzumachen. Ja, ist egal. Ich mache den Timer jetzt an. Und guck einfach mal, wie lange die Aufnahme geht. Wo haben wir es? Hier. Ich würde gerne dieses Tal etwas weiter erkunden, bevor ich mit dem spreche. Puh. Das war jetzt leicht erschreckend. Wir brauchen noch einiges an XP für das nächste Level. Oh, diese Grillen. Das sind ja fast so schlimm wie ein Lim aus Vampire's Dawn 1. Aber wollte ich eigentlich nur in diese Ruine hier, in dieses kleine. Na komm schon. Die hören sich echt an die Schweine. Zweimal Fleisch. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier?
Na, normale alte Steintafeln. Na, normale alte Steintafel. Warte mal. Wie viel Geschick habe ich jetzt eigentlich? 27. Ich könnte gucken, ob ich den einen Ork noch triggern kann, aber vorher möchte ich speichern. Weil der letzte Ork war schon relativ knapp. Dann speichere ich auch mal hier. Ich gehe hier hoch, weil ich da schön viel Platz habe. Nur wenn der sich da festgeglitscht hat, nehme ich das auch gerne an. Es wäre schön, wenn ich ihn treffen würde. Naja, so richtig treffe ich ihn nicht. Also ich treffe ihn schon, aber... Nee, das dauert mir zu lang. Komm her. Obwohl, wenn ich mit jedem Schuss treffe... Darf nur nicht näher kommen. Ah ja. Nee, Feuerbogen möchte ich nicht nehmen. Habe ich mehr Bogentreffer? Gefühlt ja. Die Frage ist nur, wie viele Pfeile habe ich? Komm schon. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Du sollst... Was? Wieso? Wieso? Ich hab... Och. Warum hat er sich nicht bewegt? Ich hab losgelassen. Oh, es kann doch nicht sein, dass der einfach weiterschießt. Ich hab losgelassen und wollte weglaufen. Ist egal. Komm her. Ich will nur den einen Trigger. Da hinten steht nämlich noch einer. Komm mit. Ja, das sollst du nicht machen. Wenn ich weglaufe, hast du mich nicht zu treffen. Hier ist ein schön großer Ort. Na komm her. Ich mach's wie mit deinem Kollegen. Ein bisschen zurück. Na komm. Also einzeln sind die Orks schon eine ordentliche Herausforderung noch. Na komm. Ich kann jetzt nicht auf den Gesundheitsbalken achten. Na komm. Thank you.
Also kannst sagen, was du willst, die Ork-Krieger sind und sind immer noch ein ordentliches Stück Arbeit. Wir haben auch einiges an Dunkelpilzen wieder da. Die Frage, ob ich die schon einsetzen will, mal 22 Mana. Auch wenn es nervig klingt, ich speichere ab, dass ich den... Wie heißt, dass ich den Ork platt gemacht habe. Und werde dann... nochmal eine Runde pennen gehen, dass ich mich einfach erhole mit allem. Habe ich die Lederrüstung noch? Ja, habe ich. Gut. Ich werde auch gleich sehen, warum. Beziehungsweise hoffentlich. Die Musik ist einfach göttlich. Einfach richtig schön. Total simpel gehalten. Du kannst sie auch nach Stunden noch hören, ohne dass sie dir nervig ist. Ist einfach schön. Und ich finde, die passt auch. Die repräsentiert das Tal einfach. Dieses große und weitläufige Tal, wo man einfach denkt, yes. Sumpfratten geben hier ordentlich. Das hatte ich auch noch nicht gehabt, so einen Bug. Da unten geht es auch weiter. Die Frage ist, ob ich da hin will. Kann man natürlich alles ohne Probleme machen. Da vorne steht jemand, der mich nervt. Ich möchte, dass er herkommt. Der müsste jetzt entweder ordentlich... Ja gut. Snapper sind schon eine ordentliche, also so eine Snapper-Gruppe, von denen habe ich immer noch Respekt. Deswegen nähern wir uns denen mal langsam. Und hoffen, dass wir die vielleicht einzeln kriegen. So, der nächste. Super. Da sind ein paar Goblins unterwegs. Na, der Troll hat sich da schon genüsslich gemacht. Trank, Lederbeutel. Was haben wir denn hier für Tränke bekommen? Nichts Besonderes. Trinke ich mal ein Elixier. Eine Essenz, Entschuldigung. Ich glaube, wir sind den einfacheren Weg gegangen. Es gibt ja zwei Wege. Ja, komm, wir haben eben auch schon drei Funde. Jawohl. Jetzt werde ich ein bisschen übermütig.
Na komm. Jawohl. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das schon schaffen. Aber supidupi. Heilkraut, Feuerkraut, das ist super. Naja, obwohl es ein relativ schwacher Trost. Ah, da sind wieder diese komischen... Ich will nur eine haben. Hinten sind wieder Goblins. Das ist auch eins von diesen Häusern, was wir so finden müssen. Da trinke ich doch wirklich mal ein Elixier. So, bei den Goblins weiß man nämlich nie, weil die nämlich richtig gemein sein können. Deswegen speichere ich bei denen lieber ab. Schwarzer Goblin, Goblin-Krieger. Das ist der, der so ein Pro... Oh, da sind einige Goblin-Krieger. So, der ist schon mal weg. Okay, ich habe nichts gesagt. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach wird. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Ah, das ist so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich dieses Spiel am Anfang gespielt habe, meine Brüder waren ja noch relativ jünger. Ich habe das Spiel gespielt, da war ich knapp 16. Ja, so 16, 17 ungefähr. Und mein ganz kleiner Bruder ist ja 12 Jahre jünger als ich, mein mittlerer 6 Jahre. Das bedeutet, die waren so zwischen 10 und 4. Ja, ein bisschen älter, glaube ich, war das schon. War halt ziemlich genial. Und da haben die sich halt auch immer so ein bisschen umgehauen. Hoffentlich ist aber das Silberkette nicht wirklich. Auf jeden Fall haben die sich da auch selbst so ein bisschen umgehauen. Und immer, weil ich am Anfang ja noch ein richtiger Noob in dem Spiel war. Ein richtiger Lümmel, der keine Ahnung von irgendwas hatte. Ja, das sind wieder so ein paar von diesen komischen, verrückten Viechern. Bin ich halt immer umgefallen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, hatte ich halt kein Gold, weil wenn du halt von einem NPC umgehauen bist, hast du halt immer dein Gold. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und ja, dann hat halt der NPC mir gesagt, oh, du arme Wurst, hast ja nicht mehr Gold dabei. Und das war halt in dem Sinne ziemlich geil, weil meine Brüder das einfach so komplett übernommen haben. Da bin ich dann halt rausgegangen, war dann irgendwann draußen im Spielen. Oh, der Troll ist wieder da. Der spawnt neu. Dann lasse ich das mal lieber. Und auf jeden Fall war das halt ziemlich genial, weil die dann immer so gesagt haben, also das haben die dann halt immer so gesagt und ich bin halt heimgekommen und hab die dann so gehört und einer sagt dann so, du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Und ich denke mir so, hä, bin ich im falschen Film? Habe ich das Spiel vielleicht angelassen und hat mich jetzt, was weiß ich, doch unerwarteterweise ein Kind ausgeraubt? Was zum... Habe ich erstmal geguckt, ob am PC an ist. Da kommt dieser Spruch dann wieder. Und ich denke mir so, es ist ein fucking Ernstspiel, die Ernsthaft Gothic 2 nach. Oh, das war so genial. Eigentlich wollte ich hier weiter. Die Frage ist, was mache ich mit dem Troll? Ich könnte es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass ich den schaffe. Warte mal, habe ich vielleicht nicht noch irgendeine Spruchrolle? Windfaust, Schlaf, Eispfeil, kleiner Feuersturm. Nee, ich habe nichts Besonderes dabei. Schade. Ach komm, YOLO. Den schaffen wir, glaube ich. Das ist das Problem. Das wollte ich nämlich vermeiden. Der hat aber ordentlich... Ja, das war's.
Der hat aber ordentlich verloren. Das ist eigentlich ganz cool. Hätte ich nicht gedacht, dass er so viel HP verliert. Dann kriegen wir das doch super hin. Wir müssen ihn nur ein bisschen locken. Der darf uns... Ja. Komm her. Komm her. Hallo, ich bin ausgewichen. Na gut, dann machen wir das anders. Da, wo er nicht hinkommt. Ach Mist. Warum hat er denn so eine große Range? Bin ihm voll ausgewichen und der trifft mich trotzdem. Da muss ich so ein bisschen hinterm Baum machen, wie mit dem schwarzen Troll. Super. Ich hab's irgendwie hingekriegt und ich bin froh. Da werde ich jetzt nicht runterspringen, sonst bin ich tot. Hier muss doch irgendwo noch ein Bett geben. Es wäre ganz cool, wenn irgendwo einfach mal so random im Bett rumstehen würde. Ich glaube aber nicht. Ich habe aber noch Heilungszauber. Zweimal leichte Wunden heilen. Dann nehme ich einfach mal so ein. Ja, komm, ist egal. Ich kann auch... Ich kann auch hier von dem Zeug noch mal ein bisschen essen. Das macht ja alles nichts. Ich werde jetzt hier auch speichern. So, noch ein bisschen Käse essen für eine ausgewogene Ernährung. Zwei Äpfel. Und dann beende ich auch den Part erstmal. Und sag dann so, bis später, macht's gut, ciao.